Heute machen wir Buchteln gefüllt mit Marillenmarmelade. Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder was typisch Österreichisches, das wünscht euch immer. Speziell auf Instagram fragt ihr sehr oft nach meinen österreichischen Spezialitäten. Und heute gibt es Buchteln. Meine Großmutter hat das immer gemacht. Die hat es allerdings nicht befüllt gemacht. Irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es auch mit Marmelade befüllt gibt und ich finde das so next level gut. Deswegen zeige ich das euch heute. Ihr könnt die auch ganz klassisch machen, aber ich habe hier 250 Gramm Mehl, Dinkelweizen, ihr kennt das Spiel, was auch immer ihr habt. Hauptsache es ist fein gemahlen bei Dinkel. Da ist am besten, ihr nehmt ein griffiges Mehl. Dann habe ich hier einen halben Würfel Germ, Hefe in Deutschland. Wenn ihr einen ganzen Würfel nehmt, dann verdoppelt einfach das Rezept. Eh klar, gell? Dann brauchen wir das Eigelb von diesem Ei. Ich habe ein Packerl Vanillezucker hier. Dann habe ich ca. 30 Gramm Butter. Dann brauche ich ein Achtel oder 125 Milliliter Milch und 30 Gramm Puderzucker, Staubzucker. Und ich brauche noch eine Prise Salz. Und das war's auch schon. Ah ja, hier die Marillenmarmelade, Aprikosenmarmelade in Deutschland. Ihr könnt aber auch Erdbeermarmelade nehmen, Ribiselmarmelade. Ist auch gut, es ist auch sehr österreichisch. In Deutschland nennt man das Johannisbeer, glaube ich. Und ich fange jetzt direkt an, indem ich mir die Milch ein bisschen aufwärme. Die sollte lauwarme Temperatur haben. Also, wenn ihr den Finger reinsteckt, dann sollte es, wie sagt man, Körpertemperatur haben. Weil das ist die beste Temperatur für das Germ, damit es schön aufgeht. Zuallererst machen wir etwas, das nennt sich Dampfel und dafür gebe ich jetzt die Hefe in eine kleine Schüssel. Dazu kommt 3 Esslöffel von der Milch, die schon lauwarm ist. Dazu ein gehäufter Esslöffel Mehl und ein Teelöffel Zucker und der Vanillezucker. Und dann rühre ich das jetzt einmal um und dann lasse ich das stehen, am besten irgendwo, wo es warm ist. Und wenn sich das verdoppelt hat, dann machen wir weiter. In der Zwischenzeit tue ich schon mal alle restlichen Zutaten in eine große Schüssel. Da kommt jetzt das Mehl rein, der Staubzucker, eine Prise Salz und die Butter, die kommt auch dazu. Ganz wichtig, die Butter muss Raumtemperatur haben, damit das schön weich wird und ihr nicht solche Butterflocken gleich da drinnen habt. Und ich trenne mir noch mal das Ei. Kommt das Eigelb auch noch dazu. Schaut mal, dann sehe ich jetzt schon, okay, die Hefe ist schon aufgegangen, hat sich aufgelöst, die kommt da jetzt auch dazu und jetzt verrühre ich das. Ich mache das jetzt zuallererst mit hier dem Handmixer. Ich habe ein kleines Problemchen, weil das ist, glaube ich, 60 Jahre alt von meiner Großmutter. Und ich habe keine Knethaken, deswegen mache ich das jetzt nur ganz kurz damit, weil ich will, dass die Butter sich schön alles vermengt mit der Milch und dem Mehl. Und das geht einfach einfacher mit einer Maschine. Ich mache es aber dann gleich weiter mit dem Löffel und dann mit der Hand. So, schaut euch das mal an. Der Teig schaut jetzt so aus. Jetzt hole ich ihn raus. Und dann wird ordentlich geknetet. Ihr könnt das natürlich auch in einer Küchenmaschine machen, aber ich habe hier keine und früher hat man es auch nicht mit der Küchenmaschine gemacht und das werden wir jetzt auch schaffen. Es muss schon eine Zeit lang hier geknetet werden oder in der Küchenmaschine geknetet werden. Nehmt den Knethaken, wenn ihr das macht. Das ist der, der so ausschaut wie eine Captain Hook Hand, weil ich will, dass der schön geschmeidig ist. Die Buchteln sollen nachher eine schöne Oberfläche haben, ohne Risse und so weiter. Und das ist ein Kriterium, dass wir das jetzt lange und gut kneten. So, der Teig ist jetzt fertig, wenn er so ausschaut. Den gebe ich jetzt zurück in die Schüssel. Da kommt ein Geschirrtuch drüber, ein Hangerl und das lasse ich jetzt 30 Minuten gehen.
In der Zwischenzeit könnt ihr, wenn ihr wollt, eine Vanillesoße machen. Ihr könnt mir schreiben, wenn ihr wissen wollt, wie sowas geht. Da mache ich mal so ein Basic-Video von so Mehlspeissoßen. Wenn euch das interessiert, ich kenne das nicht mit Vanillesoße. Ich kenne das einfach nur so und speziell, wenn die Buchteln befüllt sind, finde ich, braucht man das gar nicht. Aber schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich mache das gerne für euch. So, schaut mal, der Teig ist jetzt doppelt aufgegangen. Perfekt. Ich schlag den jetzt mal zurück, knete den noch mal einmal durch und dann gibt es ein paar Varianten. Entweder ihr formt das Ganze zu einer Wurst und dann schneidet ihr das auf. Ich glaube, ich werde das jetzt hier einmal in einem Viereck aufrollen. So, und dann zurechtschneiden. Und dann habe ich jetzt hier lauter kleine Vierecke. Dann befülle ich das mit der Marillenmarmelade. Und dann nehme ich mir die Ecken hier, zack, zack, und forme mir so kleine Knödeln eigentlich. So, und jetzt habe ich hier eine eingefettete Form mit ein bisschen Butter. Und da kommen jetzt meine Buchteln rein. Bei Marmeladen generell schaue ich ehrlich gesagt immer, dass das Verhältnis von Zucker zu Frucht, 80% Frucht und 20% Zucker oder 70-30, weil ansonsten ist mir das immer ein bisschen zu süß. So, Geschirrtuch wird nochmal drüber gegeben und das muss jetzt nochmal circa 20 Minuten ruhen. Ich mache in der Zwischenzeit den Ofen an auf so 170 Grad Ober-Unterhitze. Wenn die Buchteln jetzt fertig aufgegangen sind, dann kommt noch ein bisschen geschmolzene Butter drüber mit einem Pinsel. Und dann schiebe ich sie in den Ofen. Ihr könnt auch, wenn ihr keine Butter habt, nehmt einfach Milch, das geht auch. Oh, es riecht jetzt schon wahnsinnig gut nach Buchteln. Schaut mal her, die sind gerade schön am Aufgehen. Mmh, ich freue mich richtig. Und fertig sind sie. Es hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. Das ganze Haus riecht, wie gesagt, nach Kindheit. Und alles, was ich jetzt mache, ist ein bisschen Staubzucker oben drüber geben. Und fertig sind die Buchteln. Ihr könnt die auch wahnsinnig gut einfrieren. Ihr könnt sie vormachen und nochmal warm machen. Das funktioniert auch gut. Das habe ich auch schon oft gemacht. So, also ich probiere die jetzt mal. Oh, die sind richtig schön luftig. Ich liebe das mit der Marille drinnen. Aber wie gesagt, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Auch ganz ohne irgendwas mit einer köstlichen Vanillesoße. Und das war es jetzt heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Folgt mir auf Instagram, auf meinem Kanal. Schaut auf meinem Blog vorbei, da findet ihr alle meine Rezepte nochmal schön aufgelistet. Und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr sonst euch noch so für Videos von mir wünscht und Rezepte. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!